Das letzte Mal haben wir uns mit einem schnellen Papierflugzeug beschäftigt und uns angeschaut, welche Möglichkeiten zur Steuerung es da gibt. Die Querruder, die Höhenruder, Seitenruder und wie sich eine Gewichtsverlagerung auswirkt. Heute schauen wir uns ein anderes Modell an. Das ist zwar zum Basteln ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das schafft ihr schon. Und die Flugeigenschaften hinterher, die werden spannend. Das gefällt euch sicher. Heute braucht man ein Blatt Papier. Ein Bleistift, ein Lineal. Das war's auch schon. Inzwischen wissen wir ja, wie man eine parallele Linie macht. Wir haben ja da bei unserem Geodreieck da das Lineal. Und dann haben wir da die 1 cm parallele Linie. 2, 3, 4 cm. Und dann ist das die 5 cm Linie. Und die lege ich jetzt genau deckungsgleich auf den Blattrand. Und jetzt habe ich da praktisch eine parallele Linie im Abstand von 5 cm zum Blattrand. Kontrollieren wir das. Passt. Natürlich habe ich das vorher nicht aufgezählt. Eine Schere braucht man. Und die 5 cm schneiden wir jetzt einfach ab. Mit dem Streifen fange ich gleich an. Den muss ich nämlich einmal da in der Mitte zusammenfalten. Dann habe ich das erledigt. Und dann tue ich die Ecken da hereinfalten und zwar genau so, dass sie da bis zur Mittellinie gehen. Einmal so und einmal so. Erster Teil ist fertig und den können wir inzwischen nochmal auf Seiten legen. Das restliche Blattl, da, ich tue mir leicht, gell? Das ist oben und das ist unten. Wenn man jetzt ein beidseitig weißes Blattl hat, dann würde ich mir da unten herschreiben und da einfach oben herschreiben. Wir fangen damit an, dass die Unterseite oben liegt und ihr mal die Ecken da herunterfällt. Und zwar so, dass die Kante da vom Papier genau entlang von der Kante liegt. So, da. Genau nachgefahren. Gell? Die sind jetzt da deckungsgleich. Das mache ich gleich wieder auf und mache das auf der anderen Seite noch einmal. Ich nehme die Ecken, fahre da herunter. Und schau, dass das da genau deckungsgleich da liegt. Gewonnen. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und jetzt habe ich da so eine Faltkante und da so eine Faltkante. Und die beiden Ecken falte ich jetzt so herunter, dass diese Faltkanten genau übereinander liegen. Also genau da. Und da drüben, genau da drüben. Kann man sehr leicht überprüfen, weil jetzt müssen sich da alle drei Faltlinien genau in der Mitte treffen. Ja? Also ich klappe das wieder auf. Jetzt drehe ich das Ganze wieder um. Und der Rest geschieht jetzt fast schon automatisch, weil ich nehme das jetzt und kann das da, diese beiden Faltungen schon so zusammenlegen. Und ganz automatisch legt sich das so hin und ich brauche den Oberteil nur mehr niederdrücken. Fertig. Ja, das, da kann man da hineinschauen, das ist also so zusammengefaltet. Ja, und jetzt nehme ich da nur dieses Oberteil und tue diese Kante, diese Spitze da, ganz nach vor zu der Spitze. Und das gleiche mache ich mit der anderen Spitze. So,
Jetzt habe ich da wieder so einen Teil. Den nehme ich jetzt, aber jetzt tue ich diese Kante genau zur Mittellinie herfalten. Das schaut dann so aus. Und auf der anderen Seite mache ich das auch. Das schaut dann so aus. Ja. Und diese beiden Eckerlein, die kann ich gleich wieder aufmachen, weil ich nehme jetzt noch einmal die Ecken und tue jetzt aber diese Kante so nach oben falten. Also das gleiche, was ich vorher gemacht habe, jetzt nur in die andere Richtung. So, von bis zur Spitze. Und auf der Seite mache ich das auch. Sauber arbeiten. So. Dieses saubere Papierfalten hat natürlich auch einen Namen. Das nennt sich Origami. Ja, und jetzt schaut es so aus. Und das mache ich wieder auf. Jetzt habe ich da also zwei so Knicke drin auf jeder Seite. Und den, was ich da als erstes gemacht habe, und den, was ich jetzt als zweites gemacht habe, die fällt jetzt so herum. Das schaut jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich muss das fast quetschen. Gell? So. Sieht man das? So. Und jetzt kann ich das da so herunterfalten. Ja, ich zeige das jetzt nochmal so her. So schaut das aus. Und ich habe das dann so hereingefaltet. Probieren wir es dann nochmal. Ich nehme die erste Kante, falte sie da herein, nehme aber jetzt die zweite und falte sie auch da herein. Dann bleibt mir da in der Mitte das Spitzel übrig. Und da schaue ich, dass sich das genau ausgeht. Bis zur Spitze. So. Und jetzt liegt es da. So schaut das jetzt aus. Und das letzte. Man kann jetzt diesen Flieger umdrehen. Und das geht eh nur. Man sieht es dann aufgrund von diesen Faltungen da. Man kann es eh nur so umlegen. Genau da bei den Ecken. So, jetzt habe ich geschaut, das U ist da außen. Das bleibt mir auch außen. Und ich tue den Flieger einmal so zusammenfalten. Wenn man jetzt sauber gearbeitet hat, sollte es ziemlich deckungsgleich sein. Geht gut. Im nächsten Schritt. Mache ich das wieder auf. So. Und nehme jetzt diesen Teil und schiebe den da so hinein. Und dadurch, dass der da vorne so umgefaltet worden ist, passt der jetzt genau da vorne in die Ecken rein. Also zack, ganz nach vor. Und dann falte ich das wieder zurück, damit wird der festgeklemmt. Und schon ist mein Flugzeug fertig. Also letztendlich sind dann die Flügel in so einer V-Stellung. Und ich kann den recht gut da unten nehmen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir damit für Flugmanöver machen können. Wird Zeit, dass der Lockdown aufhört. Dann kann ich mich endlich wieder rasieren. Das ist ja fast schon lästig da. Jumai, so ist es halt jetzt. Jetzt muss ich die Tür wieder zumachen wegen dem Pauli.